Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Mann, Und gleich mit mir, dem Mann, sofort! aus dem Hintergrund. So. Was heißt denn aus dem Hintergrund? Der Master Mick hat mal wieder geschrieben. Moin! Ja, moin, Master Mick hier! Servus! Hoff, alles ist klar bei dir. So, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier von Niceman 25 und 7 vor 4 Stunden. Mach mal bitte Kartenvorstellung zu Steve Smith. Kommt. Wird kommen. So, dann haben wir vermisst oder nicht. Ich bin wieder da von die sture Katze. Ja, die sture Katze ist wieder da. Hi, servus. So, und dann haben wir den Old Man Snyder. Ich spare jetzt Gems für ein Pack. Ich habe 150 und brauche 850. Wie lange brauche ich dafür? Klingt nach Mathe. So, jetzt fangen wir erstmal damit an, dass wir gar keine 850 brauchen. Weil wir brauchen 800. Wir brauchen 800 Äpfel. 800, so, und du hast 150. Was? Ah, warte, nein. Sie erklären falsch. 800, was? 800 Bildschirme, 800 Tastaturen, 800 Mäuse. Herr sofort. 800 Herr sofort. 800 Pizzen. 800 Herr. Pizzen wäre gut. Wir brauchen 800 Pizzen. Und kriegen 150 an einem Tag. Okay. Ah, also, klingt nach Mathe. So, dann hätten wir nämlich was? Noch 650 übrig. Und jetzt kommt's drauf an. Wenn du jedes Mal da oben die Werbung wenigstens einmal anguckst, fürs erste Mal kriegst du ja 5 Gems am Tag. Plus dann eben noch die 20, da wärst du bei 25 Gems. Das sind innerhalb von 4 Tagen hast du 100 zusammen. 650, 24 sind 400, 650, 6, 650, 25, 2, Alter, jetzt bin ich gerade total raus, ne? Perfekt, Herr Gleich. So, sehr geil gerechnet, Herr Gleich, sehr geil gerechnet. Voller Pro hier, also 650. Bei 600 durch 25, 4 mal 6 sind 24, sind 26. In 26 Tagen würdest du 's zusammen haben. 26 Tage, jeden Tag einloggen, einmal die Werbung gucken und diese Dailies machen. Dann hättest du deine 800. 50 bzw. 800 zusammen. So, wenn du allerdings jetzt nur 20 machst, also nicht jeden Tag diese Werbung anschaust. Moment, aber da kommt noch was mit hinzu. Halt. Ah, Momentchen mal. Also, wir haben ja noch die täglichen. So, gucken wir mal da rein. Also, 26 Tage. Hier hätten wir 50, 50, 75. Also ich sag's mal so, hier wären, du könntest hier 200 ungefähr, es kommt immer natürlich drauf an, sagen wir mal 200 in zwei, wenn es gut läuft, wenn du in den richtigen Wochen bist, also du bist jetzt hier, dann hättest du ja hier 50, 125, 225, 225, das heißt, die müsstest du jetzt noch runterziehen, jetzt müssen wir das Ganze anders machen. 650 minus 225 sind 425. 4, 16, 17 Tage. In 17 Tagen hättest du dann dein Pack zusammen. Also knapp 2,5 Wochen, jeden Tag rein, Dailies machen, da oben die Werbung schauen und dann hättest du dein Pack zusammen. So, jetzt habe ich aber, also dafür, ne, dass ich das jetzt hier so doll gemacht habe, also dafür machen wir mal hier, wo ist denn der? Da, hier, guck mal, da einen Daumen nach oben. Auch wenn ich es nicht gut gemacht habe, mal abonnieren. Und wenn ich es gut gemacht habe, dann erst recht. So. ja, das wäre jetzt der Kommentar gewesen hier von Old Man Snyder. Dann haben wir noch einen von Tom the Fan. Was soll man mit Karten machen, die man nicht mehr recyceln kann, da man sie schon mal aufgewertet wurden? Also. Auch das, da stimmt dann was nicht, weil ich kann jede Karte recyceln. Also ich werte die jetzt mal auf, 20 Mäuse, maximiere die. So.
Und dann recycle ich die. Also das daran kann es nicht liegen. Recyceln. Sondern dein Problem wird eher folgendes sein. Ja. Ich gehe jetzt mal in ein anderes Deck hinein. Zum Beispiel jetzt mal hier in das Sportdeck, sage ich jetzt mal. Ja. Dann ziehe ich jetzt mal hier Absinth rein. So, jetzt gehe ich wieder zurück in Deck 1. Und jetzt will ich Absinth recyceln. Nur mal so, Filter, Drunk. Geht schon gar nicht. Kriegt man gar nicht angezeigt hier. Wisst ihr, geht schon gar nicht. Also, du musst es definitiv recyceln können. Also wegen der Aufwertung, das macht keinen Unterschied. Ja. So, also, dann sind wir soweit. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Haben wir den Mythic Bullock bei Mamas Altmutter Geheimnis. Schatulle. Und dann gucken wir hier mal rein in den Mythic Dale Pack. Two-Butt Goat, Cuddles, Knife-Wielding Zeal und Bill Daughtery. Da hätte ich lieber den da. Ohne Scheiß. Ganz ehrlich. Lieber den Bill in Legendary als den Dale in Mythic. Definitiv. So, dann gehen wir in die Karten rein, aber Goggles und Catsbox habe ich gestern nur bereits vorgestellt. Farnsworth Cat. Farnsworth Cat. Goggles Cat. Cuddles. Knife Wheeling Seal. Eugene Belcher und Steve Smith. Und dann haben wir hier hinten noch die Meisterschaft. Gehen wir mal jetzt hier rein und schauen wir mal. Mega geile Combo hier vorne. Schon mal der Chex Lemonux. Wie lange hat das gedauert, bis ich erfahren habe von Stacy, wie man das am besten ausspricht. Chex Lemonux, nix, nix. So, gehen wir mal hier rein. Da haben wir den Chex Lemonux. Jetzt habe ich hier irgendwie wieder diese ganzen Symbole drin. So. Ja. Relativ viel. Also gehen wir mal hier oben drauf, machen wir mal maxed out und dann schauen wir nochmal, was hier passiert. Da ist echt, ja gut, so geil ist sie jetzt gar nicht mehr. 16-fach Craze. 16 Angriff, 71 Halt bei Sport-Events oder wenn du eben für den Siege eine Sport-Kombo brauchst, also auf der Sportinsel bist und da verteidigen willst, dann wäre das eine ganz coole Sache. So, dann gucken wir mal jetzt hier rein. In die, aber 500 Gems würde ich niemals davon ausgehen. So, dann haben wir hier den Espresso Shot Teddy. Und da, ja. Das ist ein Teddy. Ein Teddy mit der Espresso-Karte. Ja, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen als mein Mythic Teddy mit einer Common Espresso-Karte zu kombinieren. Das ist richtig geil und da kommt auch voll was Starkes da rechts bei raus. Juhu! Haha! Ist das schlecht. So, das wäre der. Bloß nicht auf 500. Dann haben wir hier eine, das weiß ich, oh, das werde ich niemals vergessen. Ich spiele sogar heute teilweise manchmal noch. Der Drunk Fry. Und ja, das ist der Fry mit Drunk-Karten. Hier zum Beispiel mit, machen wir mal, maxen wir auch den mal, um mal zu gucken, was hier passiert. Aber ist auch nicht mehr so stark. Na, jetzt im Verhältnis 13-fach Craze, 25 Angriff. Aber manchmal macht er schon noch Sinn. Definitiv, ja. Manchmal macht der Drunk Fry noch Sinn. Und ich werde das nie vergessen, es war eine der ersten Challenge-Belohnungen. Damals war es so gewesen, also nicht so wie heute, dass du dafür dann diese Challenge Coins bekommst oder so, ja, und dann eine Belohnung am Ende in Form von eben ja, Legendary Stones oder sowas, ja, was du halt rauskriegst, je nachdem wie weit du gekommen bist. Früher hast du um solche Karten gespielt, da gab es dann hier die Pre-Combo Drunk Fry zum Beispiel und ich war voll enttäuscht damals, weil ich, es war die allererste Challenge.
Da gab es den Drunk Fry und da war ich noch zu schwach, das zu schaffen. Und dann habe ich den Drunk Fry nicht bekommen. Ne? Das war schlimm für mich. Das gibt's doch gar nicht, ja. Den nicht. So, und jetzt, naja, ist die legendäre Version nicht mal mehr jetzt der Oberknüller. So, ja, muss sich jeder überlegen, ob er dafür 1000 Steine ausgeben möchte. Ich nicht. Ich mach's nicht. Dann haben wir hier den Ringer. Wrestler Steve und gibt es zwei Kombo-Möglichkeiten, einmal mit Wrestling und dann ja, hier oben, ja, einmal mit der Common Steve Version, einmal mit Steve Smith in der legendären Version und kommt da hinten das Ding raus, also völlig traurig, ein trauriges Häufchen Elend da. Wrestler Steve. Lohnt sich nicht wirklich. Also wer einen Steve hat, wird sich die Kombo mit Sicherheit nicht reinpacken. So, also das Ding lohnt sich auch nicht. Dann kommen wir aber jetzt hier hinten zu einer, die wirklich krass ist. Ja. Ich weiß, ich sag immer, ich mag die Lois nicht. Aber das, da haben sie sich natürlich jetzt wieder eine Kombo rausgesucht, die halt wirklich ziemlich bombisch ist, ja. Shoplift Addict. Gucken wir uns mal Shoplift Addict an. Hast du hier 8-fach Craze, 11-fach Leech und 9-fach Hijack. Und wenn wir das Ganze jetzt hier auch mal maxen, ja, dann sieht die Sache schon echt übel aus. Hier 5 mit Baked Evil Monkey, 15-fach Craze, 22 Leech, 18-fach Hijack. Ja, hier mit Leon Petterhardt, Hypnotoad, 14-fach Craze. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer, zumal du eben hier Leech hast und Hijack und vor allem davon auch nicht wenig, 16-fach oder 17-fach Hijack. Ja, also rechnen wir jetzt einfach mal wieder. Bei 10% drauf, dann wären wir dabei 16... 24 und in der Situation 19 Hijack da unten, dann hättest du 28 Angriff im ersten Schlag und dann 69 Leben plus 7 sind 76, dann nochmal 10% drauf. Dann ist die schon mal gar nicht so schlecht. Ne? Also ich schätze, dass du die 15 hast, sogar 2 hast. 17 hättest du 19. 19-fach Craze nachts bei 20%. Mhm. Ja, also die Combo, wenn man, also wer die Lois hat, ja, wer sie hat und sie auch tatsächlich spielt, der kann hier auch mal gerne da sich diese Combo da holen, weil die wird wohl eine der stärksten sein, die du bei der Lois finden wirst. Also eine der stärksten. Ne? Sprich, das Ding lohnt sich dann wirklich. Ja, wenn es euch geholfen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glocke, schreibt was in die Kommentare. Fleißig schreiben, 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 schreiben. Freut sich der Gleiche gleich, freut sich immer über das, was er lesen darf. Und schaltet sich mal wieder ein, wenn es heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.